Also Auto ist gut dreckig, auch schön mit rotem Schlamm und Sand und so. Nein, das ist ein ganzer Schnee schon wieder weg. Was? Das ist kein Schnee mehr wahrscheinlich. Im Tunnel? Ja. Wir sind gerade auf dem Weg zu unserem Schlafplatz. Dort soll es freilaufende Kühe geben. Wir waren auch gerade eben schon in so einem kleinen Bergdorf, wo wir beim um die Kurve fahren einmal kurz zurücksetzen müssen. Ich wette zu 95%, dass wir morgen den geilsten Ausblick überhaupt haben auf die Pyrenäen. Guten Morgen. Okay, das wollte ich gerade sagen. Heute sehen wir uns mal beim Frühstück. Es ist unglaublich kalt draußen, deswegen gibt es heute auch keinen Kaffee, weil der wird ja draußen gekocht. Und, das muss der Philipp machen, der möchte nicht. Klar wäre es cool, gerade bei der Kälte einen warmen Kaffee zu haben, aber andererseits braucht Philipp dann wahrscheinlich 3 Kaffee, wenn er da draußen gekocht hat und muss sich über jedes Körperteil gießen. Deswegen gibt es heute keinen Kaffee. Die Standheizung ist an, auch auf einer Stufe höher als sonst. Aber dafür, finde ich, habe ich nachts nicht gefroren. Und du? Nee, das ist ganz cool. Nachts habe ich nicht gefroren, aber jetzt morgens ist es so kalt und die Standheizung kriegt das Auto gefühlt auch nicht warm. Wir machen halt ja aber auch nicht auf eine bestimmte Temperatur, sondern wir haben halt wirklich auf Intensität. Genau, und das heißt, der heizt einfach so lange, bis wir ausschalten. Und dann, wenn das Auto irgendwann 100 Grad hätte, dann hätte es irgendwann 100 Grad. Nein, ich weiß nicht, was die Maximaltemperatur ist, die da rauskommt, aber die könnte es theoretisch irgendwann erreichen, weil der nicht selbst abschaltet. Ich brauche noch ein Brot, weil das ist deins. Hier. Auf jeden Fall frühstücken wir gerade und ich habe immer noch den Müllsack vorm Spiegel, deswegen konnte ich mich jetzt noch nicht richtig zurechtmachen und draußen in der Autoscheibe spiegeln, das ist mir einfach zu kalt. Deswegen sehen wir jetzt alle so aus, wie wir aussehen. Sieht man zum Glück nicht. Guten Morgen, Philipp. Hast du gut geschlafen? Was guckst du? Ich habe gut geschlafen, ja. Ich habe auch gut geschlafen. Ach, frohes neues Jahr übrigens. Das vergisst man, wenn man irgendwie Silvester gar nicht so als Silvester angesehen hat und einfach gar nichts gemacht hat. Vor allem waren hier halt ungefähr 3 Leute in der ganzen Stadt. Und die haben 3 Raketen gezündet und dann war's das. Es war so ruhig. Aber ich weiß nicht, vielleicht machen die Spanier das auch nicht mit dem Feuerwerk. Kann auch sein. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Du weißt schon, die Stadt hier hat 3 Einwohner. Na gut, das auch. So. Ich gehe jetzt mal kurz den Müll wegschaffen. Da seht ihr auch schon mal ein kleines bisschen von unserem Schlafplatz. Unser Auto ist auch noch deutlich dreckiger geworden gestern. Ja, passiert. Ich finde es echt cool, was er, trotz dass er kein Allrad hat, so ein Offroad schafft. Das finde ich super. Genau, also Müll habe ich jetzt weggeschafft. Das ist der Platz. Da sind einfach 10 solche kleinen Parkbuchten sozusagen für Wohnmobile. Also immer hier, das ist eine so eine Bucht, dann kommt ein Baum und ein Schild, dann die nächste Bucht, wir stehen in Nummer 9, dann kommt wieder... So, ich weiß nicht, wie weit ich jetzt war. Also, hier gibt es 10 so kleine Buchten, da ist immer ein so ein Pfosten, so, wo ist meine Hand, da ein so ein Ding und noch so ein Schild und dann jeweils ein Baum noch. Und das ist eine so eine Parkbucht, davon gibt es hier 10 Stück. Und da der Kasten, da kann ich jetzt gleich mal hingehen. Das ist sozusagen der Elektrokasten. Also man kann hier auch Strom bekommen. Aber das ist dann das, was Geld kostet. Also da kriegst du, zahlst du glaube ich 5 Euro. Holst dir da einen Chip und zwar bei einer Tankstelle hier in der Nähe. Oder beim, ich habe schon wieder vergessen, Fremdenverkehrsamt oder nee, Fremden, weiß ich nicht mehr wie das hieß. Da vorne steht auf jeden Fall auch so ein, da ist ein Schild und da steht das alles ganz detailliert drauf auf Spanisch. Aber dank Google Übersetzer und Park4Night haben wir das rausgefunden. Wie gesagt, hier dieser Stromkasten.
Da gibt es so ein Chipsystem, da kaufst du dir für 5 Euro einen Chip. Und kannst dann damit sozusagen deine Steckdose freischalten. Legst dir dann dein Verlängerungskabel entsprechend zu seiner Parkbucht. Und hast dann halt Strom. Wenn du keinen Strom brauchst, so wie wir, weil unser Auto hat ja nichts an Strom, ist das Ganze kostenlos. Boah, ist das kalt hier. Es ist echt kalt, schweinekalt. Ja, dann ist die ganze Chose kostenlos. Also haben wir es jetzt dem Schild davon entnommen und Park for Night entnommen. Also, ja, genau. Also Auto ist gut dreckig, auch schön mit rotem Schlamm und Sand und so. Ja, genau deswegen haben wir jetzt hier kostenlos gestanden. Ist eigentlich echt cool. Wir kamen halt aus dem ultimativen Nebel. Das ist gerade überhaupt schon rein. Ja. Ich habe nasse Hände. Also ja, ich wollte nur kurz zeigen, wie wir hier kochen und aufwaschen. Unser Essen ist fertig. Okay, es ist vielleicht nicht schlau, wenn ich während ich filme über die Linse putze. Philipp tut gerade noch für uns auf. Alles dampft so sehr da draußen. Ich zeige euch schon mal anhand von Karls Mahlzeit, was es gibt. Und zwar haben wir Reis. Wir haben eine indische Tomaten-Currysoße, die wir halt, also das war eigentlich so eine Currysoße vom DM aus so einem Glas und die habe ich mit passierten Tomaten gestreckt, damit die für den Karl nicht so scharf ist und damit es ein bisschen mehr ist und damit sie dünner ist. Und wir haben gebratene Tomaten mit Reibekäse. Sieht echt lecker aus, muss noch einen kleinen Moment abkühlen. Und wenn der Müll schon weg? Wir wickeln ihn ja dann nochmal, das können wir ja dann so einzeln reintun. Was? Seine Windel von nachher tun wir dann einzeln weg. In den Container, ja. Ja. Genau, und ihr seht da draußen hoffentlich, wie wir hier gekocht haben nochmal. Und Philipp hat gekocht und Philipp hat fein abgewaschen. Das war sehr lieb. Ich habe im Prinzip nur Tomaten geschnitten und das Geschirr abgetrocknet. Genau, und wo ist mein Telefon? Vorne, glaube ich. Ja, auf jeden Fall haben wir uns hier einen schönen Sonnenplatz ausgesucht und hatten jetzt dann auch die Tür die ganze Zeit noch offen. Der Karl ist nämlich nicht mehr rausgeklettert, sondern hat fein hier unten mit unserem sauberen Geschirr gespielt. Und genau. Dann werden wir jetzt erstmal Mittag essen. Es ist, also für uns ist normale Mittagszeit, es ist 14.43 Uhr. Straße nur so gefrorenen Reif schon gesehen, ne? Aber noch keinen richtigen Schnee. Ja. Toll, jetzt fängt der Tunnel an. Also sehen wir uns in 5,2 Kilometern. Nein, dieser ganze Schnee schon wieder weg. Was? Da ist kein Schnee mehr. Im Tunnel? Ja. Im Tunnel sowieso nicht, aber auf der anderen Seite auch nicht. Wir fahren jetzt nicht durch die ganzen Pyrenäen. Ich hoffe es doch. Straße gefahren.
dieses ganze Stück an unserem Schlafplatz. Mhm. Wir stehen auf einer Passhöhe, das ist echt cool. Oh, da stand irgendwas. Akkuschwach, achso, ich beeil mich. Wir stehen auf einer Passhöhe und ich wette zu 95%, dass wir morgen den geilsten Ausblick überhaupt haben auf die Pyrenäen, auf schneebedeckte Berge. Wenn, zeigen wir es euch auf jeden Fall. Hier steht noch ein anderer Camper, ein T5, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Der stand halt schon da und ja, wir haben jetzt nicht allzu viel hier gesehen, weil es hier schon dunkel ist, aber wir werden morgen früh uns hier umgucken und euch das zeigen und ich glaube, das ist auch ein super Motiv, dann wieder unser Bus und vor den Bergen und so, voll cool. Ja. Wir gehen jetzt schlafen, heute Nacht wird minus 1 Grad, wir kuscheln uns ganz toll ein und ja, genießen noch die letzte Zeit unseres Urlaubes. Aber ich denke, mit minus 1 Grad wird da kein Problem werden. Ja, die letzte Nacht war 0. Ja, und das war okay. Ich denke auch minus 5 wären in dem Auto, so wie es ist, mit Dämmung und selbst mit Fenstergitter drin, kein Problem. Ja, und das ist ja, also was? Mit ein paar Decken, wenn ja, man nicht gerade nackt schlafen möchte. Genau, und ist ja auch wirklich nur noch jetzt dieser eine Urlaub, wo die Standheizung nicht die ganze Nacht laufen kann. Deswegen sind wir auch ins Warme gefahren. Nee, nicht deswegen, sondern... Aber wir sind halt zweimal gefahren. Deswegen war das aber jetzt auch nicht so wichtig, dass die vorher fertig genau, sind. Genau, genau, so rum. Der Akku ist wie gesagt gleich alle und ich hoffe, dass ich morgen früh noch eine Szene drehen kann. Ansonsten halt mit dem Handy. Ja, und das Akku? Ja, nee, die Kamera lasse ich jetzt nicht heute Nacht laden. Okay. Kann nicht. Ja. Wir wünschen euch eine gute Nacht. Morgen ist der 2. Januar und ja. Jetzt ist der 1. Sowas. Ja, gute Nacht. Mit dieser schlauen Aussage beenden wir das Video.